Mein Name ist Claudia Heiland. Schönen guten Tag. Ich muss als erstes meinen Bildschirm mal freigeben und wie das jetzt gerade so ist, funktioniert es leider nicht. Einen Moment bitte. So, schönen guten Tag. Mein Name ist Claudia Heiland. Ich präsentiere Ihnen heute die ökonomische Nachhaltigkeit. Und wir legen auch gleich los. Vorab der Hinweis, es gibt einen Chat. Über diesen können Sie mit einer Mitarbeiterin von mir auch kommunizieren, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Eine nachhaltige Entwicklung ist, die Bedürfnisse unserer Generation zu befriedigen, ohne zukünftigen Generationen einen Stopp. Okay. So, jetzt besser? Entschuldigt. So, also dann nochmal. Die Vereinten Nationen haben in den 80er Jahren schon mal einen Leitspruch rausgegeben. Nachhaltige Entwicklung ist, die Bedürfnisse unserer Generation zu befriedigen, ohne zukünftige Generationen die Chance zu nehmen, auch ihre Bedürfnisse zu befriedigen, also Ressourcen zu sparen. Wir definieren Nachhaltigkeit erstmal immer mit Umweltschutz und ab Juli 2021 hat die EU einen Großteil des Plastiks verboten. Hier gibt es um das Einweggeschirr. Ab 2030 wird es auch soweit sein, dass Plastikflaschen vom Markt verschwinden. Nachhaltigkeit setzt sich fort. So war im Corona-Jahr 2020 eine Rekordsumme von fast 15 Millionen Euro für Bio-Lebensmittel ausgegeben worden. Das sind eine Steigerung von 22% und ist enorm. Wir beschäftigen uns heute aber mit der ökonomischen Nachhaltigkeit und zwar zum einen mit dem Bereich der nachhaltigen Geschäftsprozesse sowie mit der sozialen Nachhaltigkeit beim Personal. Nachhaltige ökonomische Ökonomie kann sein, dass Sie sich einmal hinsetzen und sich mal überlegen in Ihrem Unternehmen, was Sie als Unternehmer eigentlich für Aufgaben haben, was das ganze Monat, womit Sie sich beschäftigen, um dann einmal zu überlegen, ob Sie als Unternehmer diese Aufgaben eigentlich alle machen müssen oder nicht auch die Möglichkeit besteht, etwas auf Mitarbeiter zu verlagern und diesen mehr Verantwortung zu übergeben. Das machen Sie einen Monat lang, um dann einmal zu überlegen, brauche ich diese Aufgaben überhaupt und wie kann ich diese auch mal definieren und Ziele setzen, damit meine Mitarbeiter einen Teil davon zu übernehmen. Das kann zum Beispiel sein, den Dienstplan abzugeben an einen leitenden Mitarbeiter oder auch natürlich die Überwachung des Kühlhauses. Sie müssen dann aber wissen, dass Sie andere Ziele haben als Ihre Mitarbeiter. Wenn Sie den Dienstplan erstellen, dann machen Sie das mit dem Hintergrund, natürlich auch Personalkosten einzusparen. Wenn Ihr Mitarbeiter den Dienstplan erstellt, macht er sich wahrscheinlich eher darum Gedanken, genug Personal vorhanden ist und sicherlich nicht um das Thema Personalkosten. Das heißt, Sie müssen zusammen Ziele vereinbaren, damit das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Weiterhin ist es sicherlich erst Aufgabe des Küchenchefs, sich um das Kühlhaus zu kümmern. Hier gibt man ein Budget, um die Wareneinsatzquote nicht aus dem Ruder laufen zu lassen und diese irgendwann über 30% steigt. Wenn man das nun macht, dann sagt der Mitarbeiter zwar zum einen, na klar, ich übernehme gerne Verantwortung,
Aber da muss natürlich auch eine Lohnerhöhung her. Das kann man natürlich machen, indem man sagt, man erhöht einfach den Lohn. Das ist aber nicht unbedingt immer zielführend und der Gesetzgeber gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Wir wollen bei ökonomischer Nachhaltigkeit vor allem auch unsere Mitarbeiter langfristig binden und eine Zufriedenheit herstellen. Denn ein nachhaltiger wirtschaftlicher Betrieb ist auch attraktiv, vor allem für Bewerber. Die Mitarbeiter sollen sich mit dem Betrieb identifizieren und das tun sie, indem man sie bindet und auch mal die eine oder andere Verantwortung abgibt. Für Mitarbeiter ist nicht unbedingt nur die Lohnerhöhung interessant, sondern auch flexible Arbeitszeiten, eine Basisverpflegung oder auch der Betriebssport. Um den Personalbereich zu optimieren, gibt es 4 Stufen. In der ersten Stufe überprüft man die Arbeitseffizienz, in der zweiten die effektivere Planung der geldwerten Vorteile und Sachbezüge, über die wir uns gleich mal unterhalten. Im dritten Teil geht es um die Optimierung der betrieblichen Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rentenversicherung. Und im vierten Teil geht es um die optimale Nutzung von steuerlichen und staatlichen Fördermöglichkeiten. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht. Bei einem Jahresgehalt von 31.000 Euro und einer kleinen Lohnerhöhung von 3% würde das beim Mitarbeiter im Lohn 936 Euro pro Jahr ausmachen. Ankommen in der Tasche vom Mitarbeiter kommen aber nur 500 Euro. Also ungefähr 54% der Lohnerhöhung. Für Sie als Arbeitgeber beträgt die Lohnerhöhung insgesamt sogar 1.126 Euro. Alternativ dazu gibt es die Möglichkeiten, die wir nachfolgend besprechen. Der Gesetzgeber gibt die Möglichkeit, verschiedene Sachbezüge zu pauschalieren. Man unterscheidet hier zwischen 15-prozentiger Pauschalierung, einer 20-prozentigen Pauschalierung und 25-prozentiger Pauschalierung sowie insgesamt steuerfreien Bezügen, die man den Mitarbeitern geben kann. Worauf Sie achten müssen, ist, dass eine Pauschalbesteuerung nur im laufenden Bezug möglich ist. Wenn also alle 3 Jahre die Rentenversicherungsprüfung kommt, und Sie dann im Nachhinein diese Karte ziehen wollen und eine Steuerfreiheit wollen, dann ist das nicht mehr möglich. Wichtig ist bei allem, was Sie tun, es aufzuzeichnen und monatlich zu den Lohnkonten zu nehmen. Es wird sehr teuer, wenn Sie im Nachhinein eine Nettolohnhochrechnung bekommen. Eine beliebte Hilfe sind die Erholungsbeihilfen. Ein Mitarbeiter, der verheiratet ist, ein Kind hat, kann jährlich zusätzlich 312 Euro netto beziehen. Die Erholungsbeihilfe wird von Ihnen pauschal versteuert und Ihre Kosten betragen insgesamt rund 390 Euro. Alternativ könnten Sie natürlich auch einen Bonus in der Höhe zahlen. Dann kommt wieder nur die Hälfte beim Mitarbeiter an. Bei den Erholungsbeihilfen sollten Sie noch wissen, dass es hier keine richtige Aufzeichnungspflicht gibt. Aber man sollte die Erholungsbeihilfe immer in der Nähe eines Urlaubs des Mitarbeiters zahlen. Neu geregelt wurde schon vor längerer Zeit das Jobticket. Das Jobticket ist insgesamt für Sie steuerfrei. Sie können Ihrem Mitarbeiter, der mit dem Zug oder der Bahn zur Arbeit kommt, die Fahrten mit dem öffentlichen Verkehrsmittel steuerfrei erstatten. Alternativ könnten Sie auch sagen, Sie pauschalieren den Zuschuss, könnten dann auch wiederum sagen, die pauschale Lohnsteuer soll auf den Arbeitnehmer abgewälzt werden. Dies kann vorteilhaft sein, wenn der Arbeitnehmer dann seine Werbungskosten in seiner Steuererklärung noch zusätzlich geltend machen will. Dies kann er nicht, wenn insgesamt steuerfrei gezahlt wird.
Eine große Beliebtheit erfreut sich das Dienstfahrrad. Hier geht es um ein betriebliches Fahrrad, das überlassen wird, also nicht übergeben wird, sondern in Ihrem Eigentum verbleibt und Sie zusätzlich eine Vereinbarung treffen zum bisher geschuldeten Lohn. Es sind Fahrräder und Pedelecs ohne Kfz-Zulassung, also unter 25 km/h. Die Regelung ist bis zum 31.12.2030 bereits verlängert worden. Und zwar können Sie diese Fahrräder steuerfrei und sozialversicherungsfrei stellen. Und der Arbeitnehmer hat auch für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeit nichts zu versteuern. Ein toller Nebeneffekt ist, dass die Mitarbeiter auch noch was für ihre Gesundheit tun. Bei all diesen Dingen müssen Sie immer darauf achten, dass Sie das individuell auf den Mitarbeiter abstellen. Es bringt nichts einem Mitarbeiter, der überhaupt nicht gerne Fahrrad fährt, sehr unsportlich ist, ein Fahrrad zu bestellen. Auf der anderen Seite, einem sehr sportlichen Mitarbeiter tut man sicherlich einen Gefallen und er freut sich wahrscheinlich unwahrscheinlich über diese Zuwendung. Hier nochmal zusammengefasst, es erfolgt keine private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads. Lediglich in der Umsatzsteuer ist es tatsächlich so, dass man einen Sachbezug der Umsatzsteuer unterwerfen muss. Und es darf keine Kfz-Zulassung vorhanden sein. Das ist sehr wichtig. Eine andere Förderung, die immer mehr in den Vordergrund kommt, ist die Elektromobilität. Hier geht es darum, dass der Mitarbeiter eventuell die Möglichkeit hat, in Ihrem Unternehmen den Ladestrom zu nutzen, wenn Sie eine Ladestelle haben. Wenn der Mitarbeiter von Ihnen den Strom bekommt, dann ist dies eine steuerliche Begünstigung, die steuer- und sozialversicherungsfrei ist. Auf der anderen Seite, wenn der Mitarbeiter fremd diesen Strom einkauft und Ihnen eine Rechnung gibt, dann ist die Bezahlung dieser Rechnung steuerpflichtig. Es geht also nur darum, dass Sie in Ihrem Haus den Strom zur Verfügung stellen. Ebenso können Sie auch Ladestationen zur Verfügung stellen. Ab dem Kalenderjahr 2021 wurde endlich die Pendlerpauschale erhöht. Und zwar für die ersten 20 Kilometer beträgt die Pauschale weiterhin 30 Cent und ab dem 21. Kilometer 35 Cent. Im nächsten Jahr wird die Pendlerpauschale, oder beziehungsweise in 2024 wird die Pendlerpauschale nochmal auf 38 Cent erhöht. Dann gibt es noch neu die Mobilitätsprämie. Diese betrifft Sie als Arbeitgeber nur insoweit, dass Sie vielleicht mal einen Hinweis an Ihre Mitarbeiter geben. Denn für Geringverdiener lohnt sich diese Pendlerpauschale überhaupt nicht. Ein Geringverdiener, also jemand, der unter dem Grundfreibetrag verdient, 9.744 Euro im Jahr, zahlt überhaupt keine Lohnsteuer. Wenn dieser über 20 Kilometer zur Arbeit fährt, hat er überhaupt nichts von diesen 30 Cent. Der Arbeitgeber kann da leider auch nichts machen. Das Finanzamt wird daher in der Zukunft Anträge herausgeben über eine Mobilitätsprämie. Dann erhalten diese Mitarbeiter 40% ihrer Entfernungspauschale erstattet. Wie dieser Antrag genau aussieht, wird aber noch geregelt. Die Überlassung eines betrieblichen Computers oder eines Handys oder eines Pads ist auch steuerfrei. Wir sprechen wieder nicht von der Übereignung, sondern wenn Sie den Mitarbeitern diese für betriebliche Zwecke überlassen. Auch können Sie Telefonkosten übernehmen, wenn der Mitarbeiter sein eigenes Handy benutzt. Und zwar immer den beruflichen Anteil. Es gibt hier drei Möglichkeiten. Zum einen eine Einzelaufzeichnung, also der Mitarbeiter nimmt die Rechnung,
kreuzt an, welche betrieblichen Telefonate erfolgt sind und diese werden erstattet. Alternativ der Einfachheit halber können 20% der Rechnung maximal 20 Euro monatlich erstattet werden. Oder man nimmt über einen repräsentativen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten die Rechnung, schaut, wie ist denn der durchschnittliche betriebliche Anteil und zeichnet dies auf und dann darf dieser Betrag steuerfrei erstattet werden. Reisekosten, wenn der Mitarbeiter für Sie Reisen im betrieblichen Zweck übernimmt oder zur Fortbildung fährt, dann haben sich hier die Verpflegungsmehraufwendungen erhöht. Die Werte sehen Sie hier am Bildschirm. Sie können auch die Unterkunft, also das Hotel, bezahlen oder auch eine Pauschale von 20 Euro, sowie auch Nebenkosten, die gegebenenfalls für diese Reise anfallen. Wir alle sind vom Facharbeitermangel betroffen und müssen über die Grenzen unseres Ortes hinaus nach Bewerbern sehen. Hier ist es vielleicht mal ein Anreiz, wenn ein Bewerber etwas zögerlich ist, doch etwas weiter wegzuziehen, ihm die Umzugskosten zu erstatten. Das können Sie zum einen in tatsächlicher Höhe, indem Sie die Nachweise bekommen, oder aber es gibt hier Höchstbeträge als Pauschalen. Und zwar ergeben die sich aus dem Bundesumzugskostengesetz und sind hier aufgeführt. Zu den Umzugskosten gehören auch eventuelle Mietentschädigungen für die alte Wohnung und andere Auslagen, die sich während des Umzugs ergeben. Auch die Sachbezüge für die Verpflegung haben sich vom Jahr 2020 zu 2021 etwas erhöht. Wer da noch nicht drauf geachtet hat, vielleicht mal in den nächsten Lohnabrechnungen nachprüfen, ob die neuen Pauschalen angegeben sind. Zahlt der Mitarbeiter zur Verpflegung etwas hinzu, dann vermindert sich natürlich der Sachbezug. Hier ist vielleicht nochmal wichtig, dass die Gewährung von Mahlzeiten auf die Lohnsteuerbescheinigung muss. Also, da ist darauf zu achten, dass bei den Lohnabrechnungen der Hinweis erfolgt, dass Mahlzeitengestellungen erfolgen und die Sachbezüge versteuert werden. Möchte man einem Mitarbeiter eine Dienstwohnung anbieten, dann braucht man das nicht zum normalen Mietpreis, sondern kann bis zu 2/3 der ortsüblichen Vergleichsmiete ansetzen, maximal 25 Euro pro Quadratmeter. Die Wohnung muss aber auf jeden Fall zu eigenen Wohnzwecken des Arbeitnehmers genutzt werden. Bei den steuerfreien Sachbezügen geht es um die Gutscheine. Bis vor längerer Zeit war es so, dass man einen selbst erstellten Gutschein an die Mitarbeiter geben konnte. Man bekam dann die Tankquittung in Höhe von 44 Euro zurück und hatte diese erstattet. Das geht nicht mehr. Sie dürfen den Mitarbeitern kein Geld erstatten. Es geht also nur noch, dass Sie von Dritten erworbene Einkaufsgutscheine an die Mitarbeiter geben. Und diese sind entweder für Waren zum Tausch oder für Dienstleistungen. Was auch möglich ist, sind die Guthabenkarten von Prepaid-Anbietern. Dies wurde jetzt auch nochmal bestätigt. Es gibt also ein öffentliches BMF-Schreiben vom 13. April, in dem bestätigt wurde, dass die Prepaid-Karten anerkannt werden. Und Sie können also monatlich bis zu 44 Euro an die Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei zahlen über diese Möglichkeiten. Wie gesagt, ausschließlich für Ware und Dienstleistungen, kein Bargeld bitte. Bis vor einiger Zeit wurde angenommen, dass sich dieses Verfahren eigentlich erledigt und jetzt ist aber klargestellt, auch im BMF-Schreiben vom 13.04., dass sich dieser Sachbezug
ab 2022 sogar auf 50 Euro erhöht. Das heißt, Sie können bis zu 600 Euro dem Mitarbeiter zusätzlich zahlen. Die Homeoffice-Pauschale ist durch die Corona-Krise in den Vordergrund gekommen. Hier ist es so, dass der Mitarbeiter 5 Euro in seiner Steuererklärung pro Homeoffice-Tag als Werbungskosten ansetzen kann. Es gibt den einen oder anderen Schriftsatz, dass der Arbeitgeber diese 5 Euro wie beim Verpflegungsmehraufwand auch erstatten kann. Das ist strittig, das ist nicht eindeutig geregelt, ob dies wirklich steuer- und sozialversicherungsfrei erfolgen darf. Sie können aber alternativ Betriebsmittel zur Verfügung stellen fürs Homeoffice, also wieder den PC, den Schreibtisch, den Stuhl oder das Schreibmaterial, was benötigt wird. Kurz erwähnt ist das Werkzeuggeld oder auch das Kurzmessergeld, weil es meistens schon Köche betrifft, die gerne mit ihrem eigenen Messerset arbeiten. Dies können Sie natürlich auch lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei zur Verfügung stellen. Ebenso Berufskleidung, die Sie überlassen und deren Reinigung Sie auch übernehmen. Hier ist bitte darauf zu achten, dass die Berufskleidung im Fachbetrieb gekauft wird und dass es sich wirklich um typische Berufskleidung handelt. Berufskleidung muss eigentlich so ausgelegt sein, dass diese nicht privat benutzt werden darf oder kann. Beim Kindergartenzuschuss geht es um die Kosten für die Betreuung von Kindern, die noch nicht im Schulalter sind. Sie können bis zur tatsächlichen Höhe des Kindergartenzuschusses dem Mitarbeiter den Betrag erstatten. Sie müssen nur bitte unbedingt darauf achten, dass Sie sich die Originalrechnung geben lassen und diese muss zu den Lohnkonten genommen werden. Sie können weiterhin mit Mitarbeitern vereinbaren, dass ein Mankogeld gezahlt wird. Also in bargeldlastigen Betrieben kann der Kassenfehlbetrag tatsächlich erstattet werden und im Gegenzug bekommt der Mitarbeiter monatlich über den Lohn steuer- und sozialversicherungsfrei 16 Euro zusätzlich ausgezahlt. 192 Euro pro Monat. Aber wie gesagt, der Arbeitnehmer muss dann auch die Fehlbeträge tatsächlich ersetzen. In Ihren Betrieben wird es sicherlich auch Mitarbeiter geben, die gesundheitsschädlich arbeiten, also Rückenprobleme haben, weil sie viel stehen, viel laufen. Wenn das in Ihrem betrieblichen Interesse ist, dass diese Mitarbeiter gesund sein, dann dürfen Sie gesundheitserhaltende Maßnahmen erstatten. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter einen Nachweis vorlegen, also eine Bestätigung vom medizinischen Dienst oder Berufsgenossenschaft oder von einem Gutachten, dass es sich um eine Krankheit handelt, die durch den Beruf entstanden ist. So, dann können Sie die Gesundheitsförderung übernehmen. Aber es muss ein Betrieb sein, also ein Sportbetrieb, der zertifiziert ist. Und zwar, wie hier unten auch beschrieben, nach § 20 Sozialgesetzbuch. Nicht jedes Fitnessstudio ist anerkannt. Und das sind Fragen, die in einer Prüfung kommen und Sie müssen diese Nachweise vorlegen. Bis zu 600 Euro pro Jahr und Arbeitnehmer können Sie hier zusätzlich zahlen. Alle Arten von Massagen sind ausgenommen. Massagen werden nicht bezuschusst. Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit wird Ihnen sicherlich bekannt sein. Hier nochmal die Prozentsätze, die aktuell da sind.
Das ist für Mitarbeiter, die viel am Wochenende und viel abends arbeiten, sehr interessant. Wenn Sie sich das hochrechnen, mal für mehrere Mitarbeiter über das ganze Jahr, haben Sie hier Einsparpotenzial in vierstelliger Höhe. Zusätzlich zu den Gutscheinen und den anderen Dingen dürfen Sie natürlich Ihren Mitarbeitern zum Geburtstag oder zu besonderen Anlässen auch noch eine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Diese darf pro Jahr 60 Euro pro Arbeitnehmer betragen. Es geht wieder darum, dass es kein Bargeld ist, sondern es müssen Gutscheine oder eine Ware wie ein Buch oder ein Parfüm sein. Betriebsveranstaltungen dürfen Sie zusätzlich zweimal im Jahr 110 Euro pro Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei machen. Also das typische Sommerfest, die Weihnachtsfeier. Hier wird der Bruttorechnungsbetrag durch die Anzahl der Arbeitnehmer genommen, nicht netto. Im Steuerrecht gibt es eine gesetzliche Regelung, die sagt, dass ein Steuerpflichtiger sonstiger Einkünfte bis zu einem Betrag von unter 256 Euro als sonstige Einkünfte nicht zu versteuern hat. So hätte ein Arbeitnehmer die Möglichkeit, auf seinem Auto eine Werbefläche von Ihnen anzubringen. Sie zahlen bis zu 255,99 Euro für die Mietfläche steuerfrei. Bitte lassen Sie sich da aber versichern, dass es keine weiteren sonstigen Einkünfte gibt. Und dann ist das immer noch zusätzlich 255 Euro, die Sie dem Arbeitnehmer zahlen können, ohne dass Ihnen weitere Kosten anfallen. Im letzten Jahr hat der Gesetzgeber aufgrund der Corona-Krise die Corona-Sonderzahlung eingeführt. Das ist eine einmalige Sache. Die Corona-Zahlung beläuft sich insgesamt auf 1.500 Euro. Sie kann gezahlt werden im Zeitraum März 2020 bis Juni 2021. Sie ist nicht zweimal 1.500 Euro, sondern insgesamt. Wenn Sie also bisher diese 1.500 Euro noch nicht ausgeschöpft haben, dann können Sie das bis zum 30.06. nachholen. Können also sagen, der Mitarbeiter hat bisher schon 800 Euro bekommen, er kann dann weitere 700 Euro ausgezahlt bekommen. Sie dürfen dies aber nicht anstatt Urlaubs- oder Weihnachtsgeld machen. Das Urlaubs- oder Weihnachtsgeld steht den Arbeitnehmern zusätzlich zu. Die Corona-Zahlung ist ein zusätzlicher Bonus für die Corona-Zeit. Er ist auch nicht auf irgendeine Branche begrenzt, sondern jede Branche kann diese Corona-Zeit leisten. Auch für Aushilfen, Minijobber, Teilzeitbeschäftigte dürfen Sie diese 1.500 Euro pro Mitarbeiter in Anspruch nehmen. Ein weiterer Bereich ist die betriebliche Altersvorsorge. Hier unterscheidet man Pensionsfonds, Pensionskassen, Direktversicherung, die Riester-Rente. Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge. Die dürfen Sie ihm nicht verwehren. Und zwar in erster Form, dass zumindest eine Gehaltsumwandlung vorgenommen wird. Bei der Gehaltsumwandlung ist es so, dass auch Sie als Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge sparen. Sie sind so dann verpflichtet, einen Teil dieser Sozialversicherungsbeiträge, die Sie sparen, in diese Versicherung mit einzuzahlen. Also es gibt eine Zuschusspflicht des Arbeitgebers. Fängt der Arbeitnehmer sodann bei einem anderen Arbeitgeber an, dann muss diese betriebliche Altersvorsorge so weitergeführt werden. Das gilt seit dem 01.01.2019. Und ab 2022 kommt auch eine Zuschusspflicht hinzu für Altverträge. Nebenher gibt es auch die Riester-Verträge, welche bisher
immer ein bisschen uninteressant waren, weil es im Nachhinein eine Versteuerung der gesetzlichen Krankenversicherung geben sollte. Das Thema ist vom Tisch, die Beitragspflicht besteht hier nicht mehr. Sie als Arbeitgeber haben bei einer rein arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge einen Mindestbeitrag von 240 Euro im Jahr je Arbeitnehmer und maximal wird gefördert 960 Euro pro Mitarbeiter und Jahr. Und es wird zusätzlich zum geschuldeten Lohn gezahlt. Ein Teil dieser Förderung wird Ihnen dann in der laufenden Lohnsteueranmeldung wieder erstattet. Was für Sie wichtig ist, ist, dass Sie bei der betrieblichen Altersvorsorge bitte unbedingt in Ihren Tarifvertrag gucken. Dies gilt im Grunde genommen auch für alle anderen Punkte. Bei der betrieblichen Altersvorsorge kann es Ausnahmen geben und darauf sollten Sie unbedingt achten. Ich würde Ihnen auch unbedingt empfehlen, einen Fachmann mit an den Tisch zu nehmen, der dem Mitarbeiter und Ihnen auch die gesamten Vorteile ausrechnen kann. Vorsorge durch Nachrechnen bedeutet, dass man sich im Vorhinein einmal Gedanken macht, welche Kosten der Mitarbeiter hat, was eine normale Lohnerhöhung für Sie und den Mitarbeiter bedeutet und ob man nicht mit diesen Zuschüssen, die man hier hat, für beide Seiten eine bessere Lösung findet. Man hat dann eventuell einen zufriedenen Mitarbeiter und zufriedene Mitarbeiter sind effektiver und werden sich auch langfristiger an ihr Unternehmen binden und damit schließt sich der Kreis der ökonomischen Nachhaltigkeit, denn wir alle wollen unsere Mitarbeiter nach Möglichkeit langfristig an unser Unternehmen binden. Wir investieren Zeit und auch Kosten in diese Mitarbeiter und möchten langfristig von Ihnen etwas haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte entschuldigen Sie, wenn es etwas gehakt hat. Und wir stehen Ihnen jetzt im Nachgang auch noch in einem Chat für ein paar Minuten zur Verfügung. Vielen Dank. Passen Sie auf sich auf und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke.